Warte mal. Ah, so kann ich auch näher hin. Oh, die Karte ist auch wieder schön gemacht. Ah, wir könnten ja eigentlich. Wir machen jetzt was anderes, denn wir gehen jetzt erst einmal auf die Statue hoch. Weil dann können wir den Aussichtspunkt machen. Den gibt es halt wie immer. In Assassin's Creed gibt es immer irgendwelche Aussichtspunkte. Immer. Oh, da ist Holz zum Mitnehmen. Warte, was war da? Hä? Wo sind die Wölfe? Ah. Ja, tut mir leid, Kumpel. Ich mag ja eigentlich Wölfe, aber ich brauche euer Zeug, Mann. Ich habe kein einziges Mal Wolfsleder bekommen, wow. Oh Gott, das ist halt das, ne? Kannst, ey, das ist halt wirklich das, wo man seinen Sack sieht, Alter. Okay. Da gehen wir jetzt ran an die Klöten, Alter. Hey, ich dachte, man muss da drüber. Weshalb Mike heißt, man muss da über das drüber klettern, damit es passt. Zeus, der alte Bärtige. Was soll das sein? Ein Blitz? Ein kleiner Blitz, Alter. Wow, 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 wow. Halt dich fest, Alter. Halt dich fest, Mann. Synchronisieren. Schaut schon sehr geil aus, Alter. Gibt es die Statue eigentlich noch? Weiß ich nicht. Oh ja, okay, den Sprung gibt's auch. Gibt's immer, aber. Oh ja, klar, weil dieser scheiß Blätterhaufen da reicht. Aber gut. War ja auch schon immer so. Quest verfügbar. Sie wollen Blut sehen. Achso, das ist die Arena, der Arena-Kampf. Find das Auge des Zyklon. Der Zyklon lebt auf Kefalenia. Sein Haus ist im Westen des verfluchten Tals von Palais. Ah. Geh doch mal auf die scheiß Karte, Alter. Das da? Ein Hai für die Überfahrt. Ach, das ist eine neue Quest. Ruin von Karanui, verfluchtes Teil von Palea. Ja, das wird dann das da sein, ne? Das ist da hinten, aber wir gehen uns trotzdem. Quest holen noch, bevor wir dahin gehen. Vor allem, ey, ist euch aufgefallen, dass sie vorhin gesagt hat, sie hat Obsidian noch nie gesehen? Und wir haben erst 5 Minuten vorher Obsidian aus so einem Steinklumpen eingesammelt. Was für eine Lügnerin. Ja, ich weiß, die Sachen, was ich einsammle, sind für die Story nicht relevant. Das ist mir bewusst. Einfach mitten durchs Weingut. Erzähl. Söldnerin, frisches Gemüse für deine Reise. Das saftigste in ganz Kefalenia. Ich bin nicht wirklich an Gemüse interessiert. Das ist niemand. Unser Vorrat wird schon langsam zu Erde. Wir wollten genug Drachmen zusammentragen, um Kefalenia zu verlassen. Es wird Zeit, dass wir weiterziehen. Ich weiß, was du meinst. Warte. Kriusa, meinst du, sie könnte uns helfen? Ich glaube schon. Zuerst müsst ihr mir sagen, worum es geht.
Hast du Angst vor Haien, Söldnerin? Jeder fürchtet sie. Habt ihr ihre Zähne gesehen? Ach, glaub mir, das haben wir. Und wir möchten sie wirklich nicht nochmal sehen. Dieser Hai versperrt uns den einzig sicheren Weg, Kefalenia zu verlassen. Ein Hai? Er bewacht eine sehr kostbare Halskette. Wir holen sie, verkaufen sie und verlassen Kefalenia. Der alte Halunke, der sie damals gefunden hat, vergrub sie bei einem Tempel an der Küste. Aber er hat nicht nachgedacht. Das Wasser steigt. Und jetzt gehört die Halskette diesem Hai. Geld für Gemüse ist gut. Aber Geld für Halsketten ist besser. Ich weiß, wie es ist, wenn man Kefalenia verlassen will. Wer nicht? Hier gibt es nichts. So viel Gemüse, wie man will. Aber keine Hoffnung. Sie ist in einer Truhe. Wenn du sie besorgst, nehmen wir nur, was wir brauchen. Und du behältst den Rest. Okay. Nun gut. Ich töte den Hai. Ja, spieß ihn auf. Du findest ihn tief in den Ruinen von Krani im Süden. Jeder vergrabene Schatz hat eine Geschichte. Die Kette soll einst Prokris gehört haben. Du weißt schon, der Frau von Kephalos. Am Abend vor ihrer Hochzeit gab er sie ihr mit dem Versprechen ewiger Treue. Tja, wir wissen, wie das geendet ist. Typisch. Wenigstens kehrte er vor ihrem Tod zu Prokris zurück. Wo auf dieser Insel sind die Ruinen? Kennst du die versunkene Insel des Zeus? Finde sie, dann findest du die Ruinen. Wow. Also auf zum Tempel des Hais. Danach werde ich nie wieder ein Gemüse auch nur ansehen. Ist ja nicht so, als ob andere sich von komplett was anderem ernähren, Mann. Insel des Zeus. Ist das das da? Ich hab keine Ahnung. Warte mal, da Ruin von Kranoi. Warte mal, Quest. Der Tempel ist unter Wasser vor der Küsten von Kefalenia. Der liegt im Süden der uralten Ruin von Kranoi. Ja, ich gehe mal zurück. Das heißt dann hier. Das wird dann schon das sein. Dann gehen wir jetzt erstmal dahin. Ja, ich weiß, wir könnten die Hauptquest weitermachen, aber ich habe gerade irgendwie Bock, das zu machen. Und ich kann wenigstens mein Pferd rufen. Komm her. Sei froh, dass du noch kein Einhorn bist. Er wird auch nie ein Einhorn. Außer es wird ein lila Einhorn. Oder war das schon lila? Ne, es war rosa, ne? Okay, passt schon. Er wird nie ein Einhorn werden. Und rum. Darum, Dorf Kausos. Was ist jetzt da schon wieder los? Gott, was ist hier passiert? Steigst du mal ab? Was geht denn jetzt ab? Ist es das, wo ich den helfe? Wenn die Götter euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilfe! Er lässt uns nicht gehen. Was ist hier los? In Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen. Ein bisschen extrem, oder? Gibt es keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Die Heiler wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht. Aber ich weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Wir sind gar nicht so krank!
Wir werden gesund. Niemand wird gesund. Glaube mir, nur auf diesem Wege wird sich Kefalenia vor der Auslöschung retten können. Bitte! Wir haben Kinder. Denkt an sie. Noch hast du die Gelegenheit umzudrehen, Söldnerin. Das ist Schwachsinn, Alter. Lass die Leute sie gehen. Was? Du bist kein Gott. Was? Los, alle zusammen! Ey, du kleine feige Sau! Treffen wir gleich beide? Ach, komm her, du darfst noch einmal zuschlagen. Boah, Alter. Ist die Quest jetzt damit beendet? Sprich mit den kranken Einwohnern. Wo sind die hin? Alter, warum rennen die so weit weg? Alter, wie sie die halt einfach alles abfackelt haben. Gibt's hier irgendwas zu looten? Oh ja. Verzierte Axt und 14 Drachmen. Sorry, ich muss erst mal schauen, ob es hier irgendwas zum Holen gibt. Okay, scheinbar nicht. Alter, das ganze scheiß Dorf ist am Arsch, Mann. Ihr seid doch bescheuert. Wo ist der Typ eigentlich, den ich hier umgelegt habe? Ah, der hat auch nichts dabei gehabt. Was für ein Penner. Aber hauptsächlich so ein dämliches Tuch so quer über die Fresse ziehen. Ach, deswegen ist sie auch so düster, weil hier alles am abgefackelt worden ist. Kann ich mich nochmal umentscheiden? Du bist eine Heldin! Dieser Priester kam aus der Unterwelt. Ein toller Mann der Götter. Ach, dich schickten die wahren Götter. Wir sollten los. Wir können zwar reisen, aber wir müssen noch behandelt werden. Bevor du gehst, nimm meine Drachmen. Ich habe nicht genug Geld, um dich zu entlohnen. Das ist alles. Das ist nicht notwendig. Habt eine gute Reise. Du bist ein Geschenk der Götter, Adlerfrau. Mögen sie dich segnen. Leb wohl, Kina. Gute Reise. Ich habe eigentlich gar nichts abgeschlossen. Wo rennt die Kleine schon wieder hin? Alter, wie Speedy Gonzales, die schnellste Maus von Mexiko. Speedy Bee, Speedy Bo. Schau, wie sie rennen kann. Wie sie rennt. Da rennt sie immer noch. Okay, jetzt gehen wir erstmal. Was waren wir? Wir waren bei irgendeinem Schatz, ne? Alter, wir haben die erste scheiß Insel nicht mehr verlassen und haben schon 2 Stunden gespielt, Alter. Oder über 2 Stunden. Was bist du für einer? Gibt's hier was? Nö. Du suchst dir vergebens, ich hab einen Scanner. Oh. Okay, da ist auch nichts. Ich habe einen modernen Scanner. Ja, aber jetzt mal ernsthaft. Das waren jetzt 3 Leute. Und die haben das ganze fucking Dorf abgefackelt und ausgelöscht, oder? 3. Wahrscheinlich hätten 4 alte Omis die platt machen können. Gut, vielleicht nicht 4 alte Omis. 5. 5 alte Omis. Was ist jetzt schon wieder los? Ah ne, hier ist nichts. Okay. Da ist ein Galgen. Ich hab doch gewusst, ich hab was gesehen. Alter, was ist jetzt schon wieder? Achso, das war so ein Priesterstein.
Kann ich mit denen eigentlich irgendwas machen? Alter, warte, das ist die alte Hütte. Das ist meine Hütte. Okay. Läuft, Mann, läuft. Könnt ihr mal bitte aus dem Weg gehen? Ihr nervt. Wrack des verlorenen Banditen. Ah, ei Bandito. Hä, Banditensperrgebiet? Hier sind gar... Warte, was hat er gerade geklimpert? Hä? Oh, da. Ja, super. Banditensperrgebiet, wo sind die denn? Soll hier ein Sperrgebiet sein? Hier ist doch nichts. Schatz. Okay. Warte mal, ist das ein Bandit? Nee, der ist tot. Hä? Wegen dem einen Banditen, denn er die jetzt umeinander? Willst du mich verarschen? Ritualstreitkolben. Schatz plündern 1 von 1. Ah, da hinten ist der Tempel. Wrack des verlorenen Banditen. Abgeschlossen. So, was haben wir hier noch? Weiter, weiter, immer weiter. Immer weiter, bis er schreit. Die Halskette ist da unten. Ja, aber das sind 4 Haie, nicht nur 3. Gibt's hier noch irgendwo ein Boot? Muss ich das da drüben nehmen? Weißt du, wäre ich von Haien gemampft, Alter, bloß damit die Insel verlassen können. Weil sie mit ihrem Drecksgemüse nichts anfangen können. Das Boot schaut auch aus wie so ein Bretterhaufen. Kommando übernehmen. Das ist ein scheiß Boot, Alter, da brauchst du nichts übernehmen. Weiter segel, werde ich kentern. Das ist bloß die Frage, kann ich die einfach treffen von hier aus? Oh Gott, die kleine Fliege in meinem Zimmer verteidigt die Haie. Okay. Abstieg. Weil ich ab da, wo ich auf die gezielt habe, plötzlich die Fliege anfangen, mich auf den Sack zu gehen. Wo sind die Haie eigentlich? Da. Ich will den ihren Scheiß haben, Alter. Das geht immer schon überhaupt nicht. Weiches Leder. Weiches Leder. Oh, was ist das? Hä? So, da wird es die Truhe sein. Hallo? Mach doch mal die Truhe auf. Jetzt. Halt. Wo war jetzt der andere Hai? Da ist der andere.
Noch mehr Jelly Beans. Oh ja, jetzt könnte es ein bisschen hitzig werden. Wo war mein Boot eigentlich? Oh, da hinten. Kann ich eigentlich schnell reisen? Wobei, da oben ist, da ist eine Quest. Es kommt ein Schiff gefahren. Ja, ich bin das scheiß Schiff, Mann. Und was ist das da? Okay, wir müssen hier weiter. Ich bin gerade irgendwie voll auf Entdeckerdrang. Im Entdeckerdrang, Alter.